Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Bonded Realities. Und wir gehen gleich mal hier weiter hier. Schauen wir mal hier. Stopp! Doch, Nigga! Josh, der magische Drache. Ja, wirklich der magische Drache. Lebt hier in den Bergen und hat es unsicher den Tag. Du bist Josh? Du bist hier auch? Liam! Ich und Liam sind hier. Das ist Anok. Echt jetzt? Wow! Ihr seht so alt aus. Ihr müsst ja schon 10 Jahre alt sein. Und du? Du hast dich in einen Drachen verwandelt? Das ist richtig. Seht ihr? Mein Psychiater war falsch. Ich bin wirklich ein Drache, kein Mensch. Wollen wir ins selbe Team? Wollen wir die Welt zusammen retten? Nee. Okay, nee, wir sollten die Welt zusammen retten. Wir können die Welt zusammen retten. Wir können uns selber die Drachen United nennen. Was haltet ihr davon? Naja, wir gehen zum alten Mann und wollten eigentlich schon rausfinden, was passiert ist. Das ist gar nicht schlecht. Jawohl, und jetzt sind wir die Drachen United los. Ich weiß nicht, warum viele ihn speziell nennen, aber er ist einfach irgendwie cool. Das stand zwar nicht da, aber das habe ich jetzt so frei gefunden. Josh joined your party. Come on, Barbie, let's go, Barbie. Yeah. Das wird reingefallen, tut mir leid. So, wir sind eine Dreiergruppe. Nur interessiert, welches Level Josh eigentlich ist. Josh ist. Statistics. Josh ist Level 6 nur. Wow. Nicht schlecht. Hat der irgendwelche Abilities? Josh? Nein? Nein? Okay. Dann geht es mir nach links, weil links ist immer richtig. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Achso, hier ist ein Vorort oder was soll das hier sein? Hier geht es noch rein. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, nicht gefunden. Leverclothes equip. Ah, okay, equip Leverclothes. Who can Liam? Achso, ich muss ja praktisch. Hä? Give to Liam. Ach, ich kann so die Items verteilen. Ja, geil. Das wusste ich jetzt auch nicht. Also, Items. Liam Leverclothes equip. Yes. Bicycle Clothes sind jetzt immer schlechter. Give to Josh. Kann Josh die ausrüsten? Josh Bicycle equip. Josh can. Kennt Liam. Ja, nur Liam kann die Teile ausrüsten. Schade auch. Hier können wir so die Items so ein bisschen verteilen, aber jetzt ist es auch schon vorbei. Okay, das hätte man früher wissen sollen. So, erstmal hier schauen, wo es noch ist. Nö. Bin ich hier? Bin ich jetzt echt schon in Nero? Cool. Days since last nuclear holocaust 12. Ich weiß nicht, was das heißt. Keine Ahnung. Aber erstmal, das Wichtigste, wir ruhen uns. Das ist eine coole Statue. Diese Statue ist also der größte Athlet, Reginald Jones. Er ist hier in Neo geboren und er ist ein Champion One Pen-Clicking. Stift-Klicken. Er ist der Champion vom Stift-Klicken geworden, tatsächlich. Er ist ein besserer Rekord, ist 22 Hertz. Ich weiß nicht, was das genau, wie viel das genau eigentlich ist. Weiß ich nicht, tut mir leid. Weiß ich nicht. Da war ein Shop, was dann hier unten. Ich will eine Übernachtungsmöglichkeit finden. Hätte ich gesagt. Da ist ein Mann mit Rucksack. Ein Mann mit Rucksack. Was ist das für ein Viech? Nero Civilian. Also ein Zivilist von Nero. Ja, kann man hier nicht schlafen irgendwo. Was ist das für ein abgeschlossenes Gebiet hier, hä? Alto Forest. Bitte heiratet hier nicht nach 4 Uhr Mittag. Kann man hier nicht pennen irgendwo oder so? Kann man den Schrank ausräumen oder das Bücherregal? Oder kann man hier nicht einen Gayporn zu dritt machen? Nein, gut, dann eben nicht. Dann gehen wir trotzdem mal in den Shop. Wir können nämlich die Bicycle Clothes verkaufen. So, Sell Items, Bicycle Clothes. Kriegen wir nicht viel, aber ein bisschen was. Wir können auch gleich ausrüsten mit, was ist das? A tight belt, someone improves flexibility. Nobody in a party can equip this. Ja, da komme ich auch nicht. Heat resistant hand covers. You know they made such irgendwas. Nobody in a party can equip this. Warum kann man es dann kaufen? Long sword. Hier, ich kann hier long sword kaufen. Passt. Anok. Passt. Flag jacket kaufen wir auch noch gleich. Für Anok. Kann man nicht irgendwas für jemand anderes was kaufen? Hier, schon besser. So. Hier, Josh. Weil Josh hat noch nicht viel. Wir gehen jetzt mal Josh was ausrüsten, was kriegt Josh jetzt erstmal an und kriegt das Long Sword. So. Royal Sword ist out. Josh
equippen wir mit dem Dingenzeug da. So, dann verkaufen wir das lange Schwert hier von Anok. Das Royal Sword verkaufen wir für 200. Kann man da was kaufen dann irgendwie? Nein. Nein. Was? Rogan, Josh? Hä? Ach so. Nee, brauchen wir nicht. Das wäre ein Item gewesen, wo ich nur die Hälfte von den gegnerischen HP reduzieren kann. Wenn ich alles täuscht, aber ich bin nicht irgendwie nicht aufgeladen. Woodchucks Party Engaged Battle. Also Biber und Dinosaurier mit. Ich dachte schon, das ist eine Deutschlandflagge, aber das ist irgendwas anderes. Achso, ich spuck hier Feuer, okay. Ja, alle einfach mal drauf gehen. Das Vieh sieht irgendwie creepy aus in der Mitte. Das ist so ein Fanatiker, ein Deutschland-Fanatiker. Oh, ein WM-Fan von 2014. Wow! Ich brauch's immer groß, sie sehen so aus. Ja, warum hat John eigentlich so wenig Angriff? Das ist ja schlimm. Ich win the battle und die haben natürlich keine Erfahrung gekriegt, leider. Jetzt steigt das Leben auf Level 11 auf, leider. Weil ich vorher nicht aufgepasst habe, ich Dummkopf. Und dachte, das geht gut. So. Was sind das für geile Berge hier? So, wir rennen weiter. Ein Bulldust, eine Bullenwolke. Bullenstaub eigentlich. Und ein Trimotikan. Wahrscheinlich mit Smileys, die irgendwie böse sind. Bösartig, dämonisch, was weiß ich, keine Ahnung. So, und der ist schon mal tot. Guck mal, die komischen geometrischen Smileys, die Hass. Vielleicht soll es Hass, Liebe und der Traurigkeit symbolisieren. You win the battle. Und Josh ist aufgestiegen zu Level 8. Juhu. So, wo geht's weiter? Wo geht's jetzt hier hin? Ich guck jetzt mal das Aktivieren hier, also zur Demonstration des Smoke Ball aktivieren. Wie geht's das hier lang? Ach, ich habe gerade Smoke Ball wieder ausgemacht während dem Laufen. Wir brauchen ja eigentlich das Training schon. Grundsätzlich. Und Liam hat jetzt ein bisschen Magie dazu gekriegt, das heißt, sie kann auch länger Zimmer aufladen. Weil es gibt ja in jedem Game einen Endboss. Ich weiß, ich habe mir gerade wehgetan. Au. So, jetzt geht's wieder gut. Dann geht's wieder gut, ich lebe wieder. So. So. Zack. Und geschafft. Und gleich steigen wieder welche auf. Ich will kurz mal jetzt Mob aktivieren, nur mal schauen, was hier so los ist. Ich weiß gar nicht, wo es hier lang geht und wo es hier nicht richtig lang geht. Ich will eigentlich nicht dahin, wo es weitergeht. Also muss ich mal zurücklaufen. Da war nämlich noch ein Weg, glaube ich, wo es noch nicht weitergeht. Ich wieder mal angeln könnte oder so. Das Wasser sieht zumindest ein bisschen bewegt, aber es ist ein Indie-Game und es ist saugeil, finde ich, dass das ein Indie-Game ist. Das ist hier noch was gewesen, irgendwie. Boah, das ist verwirrend. Small Potion, das ist immer gut. Ich sehe vergiftet aus, aber ich stinke wie ein Schwein hier, gerade in dieser Situation. Ah, hier könnte man lang gehen, das wäre eine Abkürzung hier. Passt, dann brauchen wir diesen Smoke Ball auch nicht mehr, weil wir ja wissen. Nee, weil wir auch kämpfen wollen, wissen, dass es lang geht. Der ist tot, das ist gut. Also die gemerischen Figuren, was machen die für einen Angriff? Au. Schmerzhaft. Passt, und ist ein Down. Also jetzt hier aufsteigen wieder, oder? Jawoll, und Level 12. Anok ist Level 12. Und Liam ist Level 9. Ah ne, Level 8. Genau hier. Josh learned imitate. Pull us an enemy while adopting an... Ach so, einfach nur, dass der Angriff von Gegnern sich geht. Also erstmal Abilities, kann ich Attack Up hier nicht nehmen, oder? Also erstmal hier, dass ich mir mal meine Leute mal aufladen. Josh, passt. Tupi, also wieder volles Leben. Fast volles Leben. So. Wow, was ist das? Eine Trimikins Party. Trimetalkins Party engaged in Metal. Jetzt habe ich eh wieder mehr Angriff, das heißt, ich gehe noch schneller down, aber trotzdem habe ich, glaube ich, 3 Angriffe für so ein Viech hier. Ja. Leider. Soll mal alle Anok angreifen, weil alle sind voll. Aber voll oder auch nicht. Das ist so ein komisches Telefon, man. Das ist ein ägyptisches Iris-Telefon. Hier dieser Biber, dieser unmotivierte Drecksack. So, und wir sind Level 11. So, und wir können gleich mal wieder aufladen. Anok war Anok ziemlich am Popo ist. So, erledigt, erledigt, erledigt und wir rennen weiter. Lalalala.
Das Wahn ist das Müllatlus, wir werden alle sterben. Denn wir müssen gleich gegen drei Biber kämpfen. Das reimt sich aber, glaube ich. Bin ich nicht ganz sicher. So, au, oh, mich hat's gerade juckt. Ich hab mich krass schmerzlich wehgetan. So. Ich finde es irgendwie cool, das ist ein bisschen Kampfsystem irgendwie. Es gefällt mir irgendwie diese Musik mal dazu. Das ist cool. So, und gewonnen und wir steigen wieder auf Level 10. Was wieder. So, wir saven hier mal und wir sagen, ich würde sagen, wir beenden die Folge und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!